Ibrahim Karagöz. Die Firma ist die BEK 24 GmbH und Co. KG. Was wir machen, ist erneuerbare Energienanlagen, Photovoltaikanlagen mit Speichersystemen, alles aus einer Hand, schlüsselfertig für unsere Kunden. Also für uns ist es sehr wichtig, wir legen sehr viel Wert darauf. Unsere gesamte Philosophie ist eigentlich immer, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Versuchen das natürlich mit dem Erscheinungsbild, mit unseren Fahrzeugen und auch natürlich mit unserem Auftritt nach außen. Also immer einheitlich, dass es authentisch ist. Das heißt, meine Mitarbeiter haben die identischen Klamotten an. Die Fahrzeuge sind identisch. Das heißt, wir legen sehr viel Wert auch auf Ordnung, weil das ist wie bei uns Männern immer. Also meine Mutter wagte immer zu sagen, die Schuhe eines Mannes sagen sehr viel über seine Art und Weise, wie er arbeitet und wie er auch vom Charakterzug ist. Ja, also es ist im Prinzip ganz einfach. Wir sind ja auch viel im Haus unterwegs. Das heißt, der Kunde lebt und es ist ein Eigenheim dort. Dementsprechend legt man sehr viel Wert auf Ordnung, Sauberkeit und auch auf die Ästhetik. Das Gleiche versuchen wir natürlich in unserer Arbeit und auch in unseren Werkzeugen und auch in unserem Equipment darzustellen. Also eine sehr wichtige Rolle spielen die Fahrzeuge. Ich hatte ja vorher Eigenbestandsfahrzeuge. Ich finde das Angebot sehr, sehr interessant, weil man halt wirklich alles aus einer Hand hat, ein Ansprechpartner und vor allem kriegt man alles, was man auch drumherum braucht und muss nicht immer mit irgendwelchen Werkstätten rumtun etc. oder dergleichen. Ja, und das fand ich eben so lukrativ und auch interessant, dass ich da zugeschlagen habe. Also Aufträge nicht, aber Empfehlungen, weil das ist natürlich auch eine Visitenkarte, dass man sagt, okay, sauberes Auftreten, sauberes Equipment, ordentliches Arbeiten und natürlich auch dementsprechend ordentlich verlassen der Baustelle. Und da wieder spiegelt das Auto ja mit Sicherheit auch die Arbeitsweise. Wichtig ist das Thema Werkzeug. Wir kriegen immer als Feedback von unseren Kunden, unabhängig vom Fahrzeug, weil das Fahrzeug steht ja oftmals in der Einfahrt. Aber das Werkzeug ist beim Kunden und die Kunden sind erstaunt und überrascht, wie gut und wie professionell man ausgestattet ist. Und das war eben auch ein Pluspunkt für euch, dass ich gesagt habe, bei der Ausstattung, bei der Ordnung muss man eigentlich das Gesamtpaket in Anspruch nehmen. Mit Sicherheit, weil wir wissen ja, Handwerk ist oftmals quer gestreut von den Art und Weisen, wie man einen Handwerksbetrieb zu führen hat. Und es macht einen Riesenunterschied, wenn da wirklich ein seriöses Unternehmen kommt mit einem ordentlichen Fahrzeug, mit ordentlichem Equipment und auch dementsprechend ordentlich sortiert und ein anderer Mitbewerber kommt oder ein Kollege kommt, der halt dann mit einem PKW und halt kreuz und quer alles hat. Ich habe da schon sehr, sehr gute Resonanz von den Kunden auch bereits bekommen. Also das ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig, weil auch das Fahrzeug ja irgendwo ein Arbeitsplatz für die Mitarbeiter ist. Und da ist die Ausstattung immer ganz wichtig. Und gerade bei Handwerkerautos weiß man ja, dass da gerne auch gespart wird. Ja, man braucht keine Klimaanlage etc., was heutzutage fast nicht mehr zu gewerkschädigen ist. Und natürlich, weil die Fahrzeuge alle identisch aufgebaut sind, ist das Zurechtfinden bei einem Fahrzeug, egal welcher Mitarbeiter mit welchem Fahrzeug fährt, sehr, sehr einfach und vor allem zeitersparend. Ja, natürlich, wenn man heute Werkzeuge oder sage mal Equipment suchen muss, das ist ein zu hoher Zeitverlust. Der fehlt dann natürlich in der Arbeitszeit und das merken wir auf jeden Fall. Man hat mit 2, 3 Handgriffen sofort alles verfügbar, was man auch braucht. Ja, also es kommt darauf an, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Das ist ja, denke ich, auch als Unternehmer jedem bekannt, ob man eine Anschaffung aus Eigenkapital schaffen will, finanzieren will oder leasen will. Ich hatte meine Fahrzeuge bis dato immer gekauft, ja, weil ich halt sehr viel Wert darauf gelegt habe, auch das Kapital im Unternehmen zu halten. Bringt natürlich Vorteile, aber auch Nachteile. Und das ist natürlich, wenn man heute als Handwerker 4 Fahrzeuge haben möchte und durchschnittlich mit 15.000 Euro pro Fahrzeug rechnet, ohne Ausstattung, ist das halt irgendwo doch ein Investment, was man sofort erbringen muss. Und da fand ich eben das Angebot interessant, weil es erschwinglich ist, also von der Preis-Leistung her und auch natürlich mit den Möglichkeiten, weil Werkzeug ist bei uns ja wirklich Verschleißmaterial.
Also das Besorgen ist eigentlich sehr aufwendig, ja, gerade wenn man kaufen will, weil man kauft ja auch die Katze nicht gerne im Sack. Dann schaut man sich das Auto an, dann muss man beachten, ob alle Parameter passen. Bei Angeboten wie Leasing oder Finanzierung muss man natürlich auch das Kleingedruckte lesen. Es ist sehr zeitintensiv und sehr kostspielig, meiner Meinung nach. Umso besser ist es, wenn man Angebote hat, wo durchsichtig sind, fair und überschaubar. Der Außendienstler hat mich aufgesucht. So bin ich auf Tool gekommen. Er war da, sympathischer Kerl, hat unsere Sprache gesprochen, haben unsere Anregungen mitgegeben, haben auch dementsprechend die notwendigen Unterlagen und Angebote auch im Hause gehabt dann. Also ich würde die gleichen Autos nehmen, wenn nicht sogar verschiedene Varianten von Autos, weil ja natürlich auch wir verschiedene Einsatzgebiete haben.